Fotzibärchens und ping erstmal. Kronen schmeckt. Endlich wieder Metal. Genau, denn heute geht's ab in den Junkyard nach Dortmund. Und was gucken wir uns da an? Da gucken wir uns auf jeden Fall erstmal Knife an. Und Vulture wahrscheinlich. Und Stallion und die vierte Band habe ich vergessen, weil das sehr, sehr spontan war. Aber ich freue mich schon, endlich mal wieder Metal auf dem Kanal hier, ne? Habt schon gedacht, ich werde im Hip-Hop verfallen oder nur noch Graffiti oder was. Nee, nix wie Minister. Da gehen wir jetzt hin und dann gucken wir mal, was uns da heute Abend so alles Lustiges passieren mag. Also dranbleiben, ne? Es lohnt sich. Geht direkt wieder weiter hier, ne? Bier von der Tanke mit netten Jungs und Mädel. Machen wir mal Pingelingeling hier, ne? Auf euch oder auf den edlen Spender. Machen wir mal hier mit dem edlen Spender. Ihr hört es jetzt, Pingelingeling. So, jetzt will ich was sehen, ey. Deutsche Midnight. Hört. Stehen wir hier am Junkyard. Schöner Laden, kann man Open Air machen, aber auch Indoor. Ist so ein bisschen Mad Max mäßig, ne? Also ist eine der ersten Adressen in Dortmund, wenn es um Konzerte generell geht. Scheißegal, ob Metal oder andere Musikrichtung, ist wurscht. Da sind wir jetzt. Wir trinken noch das Bier von der Tanke aus und dann geht's rein und dann gibt's hier schön Knife und so. Auf die freue ich mich tatsächlich irgendwie, richtig. Und natürlich Stallion. Die anderen müssen wir erstmal gucken, ne? Aber die sind bestimmt auch gut. Bestimmt. Machen wir mal Interviews und so einen Schabernack, ne? Durch die Nacht. Ihr kennt das Spiel. Pingelingeling. Ja, habe ich schon gezählt, aber egal. Saufen wir trotzdem. Ich bin schon voll hier. Uiuiui, das war gut besucht. Ne? Jetzt müssen wir erstmal jetzt. Bin ich auch wieder zu spät? Nein, spielt schon. Und hier sind die ersten Menschen, die rumbrüllen. Hans der Laser ist auf einem Heavy Metal Konzert. Ja, weiß ich nicht, kann man das jetzt so unbedingt Heavy Metal nennen? Ja, aber für mich ist das alles Heavy Metal. Deswegen bist du denn heute Abend hier überhaupt? Ja, hauptsächlich wegen Vulture, weil ich die unbedingt mal sehen wollte. Ja. Finde ich thematisch so schön, so 80er Slasher-mäßig. Finde ich geil. Und Stallion. Und was macht Hans Laser so jetzt? Hans Laser arbeitet derweil an neuen Songs. Ja, wir haben ja letztens schon mal kurz was angeteased, diesen Buffomet. Ja, ja. Oder den Retromet. Ja. Ja, da kommt auf jeden Fall demnächst was. Neue Platte aber noch nicht. Na, dann noch nicht, ne? Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr Sommerwacken, ne? Ja, wäre schön. Release-Termin, ne? Mit einer Release-Party. Ja, cool, ja, viel Spaß mit... Ach nee, du säufst ja nicht. Nee. Ich vergesse immer, dass der nicht säuft. Alright, somebody bring us a working snare drum, please! Gefunden habe. Das alte Gerümpel, das Gelotter irgendwie, den Ernie Krachmucker TV. Ja, was sagst du zu der Situation hier? Ja, ihr kennt das ja, was oben rein muss, muss unten wieder raus. So, jetzt haben wir hier den Major Mengefinger und den Jensen von der Cemetery. Das ist ja unfassbar. Eine Unfassbarkeit. Ja, welche Band, weswegen seid ihr heute eigentlich hier? Eigentlich wegen dem Gesaufpaket, Alter. Ich meine, Saufen. Wie geil ist die Nummer, bitte? Alles gute Bands, aber. Falsetto Gesang wie ein Stück Scheiße, ey. Ja. Aber sag mal, Herr Gorminister, was sagst du denn zur Biersituation hier?
3,50 kostet das, ne? Ja, ich meine eher Hamburger Bier. 300 Meter in die Richtung ist die Kronenbrauerei. Ja, da ja, muss man Kronen, ja. Kronex. Hör mal, deswegen die ganz einfache Antwort, einfach aus England Klamotten saufen. Yeah. Das ist mir einfach viel lieber als der Schrotz namens Carlsberg oder Hamburger Kack. Ja, aber ich denke mal, wenn man einen Dortmunder Club macht, ne, dann muss man auch Dortmunder Bier haben. Und Kronen wäre, ne, ja. Frag ihn mal, wegen welcher Band er hier ist. Wen? Ihn. Naja, wir fragen ihn mal, wegen welcher Band er hier ist. Wir gucken mal hier. Tja, vielleicht Stallion, kann das sein? Ich sag nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich glaube, das ist immer so eine Antikutte. Knife. Ja, wegen Next Cemetery ist er hier, ne? Ja. Ja, wie läuft das bei euch aktuell? Ja, ja, ne? Rockart Festival, Alter. Geil. Celtic und Rock und eine kleine Tour mit Kryptos und ja. Und wir müssen ja jetzt mal mit einem Vorurteil aufräumen. Viele Leute sagen so, ja, die spielen enorm Rockart, weil der Jensen hier mit Rockart und Tralla. Aber dem ist ja nicht so. Ich hoffe nicht. Wir räumen da jetzt mal mit auf. Also der Holger hat euch ja gebucht, weil ihr gut seid. Nein. So sagt er. Ja. Das ist nicht wahr. Das ist weil der Jörg bei Sonnum spielt. Ja. Genau. Ach ja, da war ja auch noch was. So sieht's aus. Ja. Ne, also sind ganz, ganz viele verzwickte Geschichten, habe ich gehört. Ja. Nein. Next Cemetery, reinhören, geile Platte, Alter. Geiler Scheiß. Danke. Ja. Trotz meines letztes Mal verrissenen Interviews. Weißt du noch? Ja, klar. In der Matrix. Ja, da wissen wir noch das Demo von. Ist das jetzt was wert? Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal, aber das war gut. 2,50 und Pommes Schranke. Genau, ja. Wie findest du den Abend bisher? Super geil. Also Knife waren total geil. Und Sanhedrin. Sanhedrin. Ja, da ist Sahne drin. Auf jeden Fall. Da war mega Sahne drin. Ich verdiene. Ja, aber auf welche Band freust du dich speziell? Also was ist so dein Highlight? Weswegen bist du eigentlich heute hier? Naja, Sanhedrin und Stallion. Ja, schönen guten Tag. Freibier ist das beste Bier. Gesponsert von diesem netten Herrn hier. Wir machen mal Pingelingeling. Ja, vielen Dank dafür. Hey, nicht dafür. Weswegen bist du heute Abend hier? Eigentlich wegen allem, so ein bisschen. Ja. Sahne drin haben mich sehr überrascht als Trio. Ja. So ein Sound war schon. Ja. Und ich glaube, da immer wieder Konzerte. Ne? Ballern! Jawohl! I'm a core guy with a hat. I'm the man with the hat, yes. The man with the hat. Great show, by the way. Thank you. Thank you for that. You're from the US? Brooklyn, New York. Brooklyn fucking New York? Yeah, I've been there 20 years ago. Yeah? Yeah. What bring you to Germany? The best heavy metal fans in the world, apparently. No, you're butt-legging. Sanhedrin is more popular here than anywhere else, so. Oh, really? This is our first tour off the new record, Lights On, and we came here first because this is where we wanted to be. Yeah, I mean, Germany is a heavy metal country number one in Europe. Yeah. I wouldn't say in the world. Well, for us, it's number one so far. We want to go everywhere, but... You've never been to Asia, right? No, we have not. Or South America, or... But, these you know. People are sick. Oh, yeah. They're crazy. So, how you like the show today? Oh, it was good. Great crowd. It's our first time in Dortmund. I would say in 2019, when we were touring Europe, we did two tours of Europe, and everybody kept saying, why aren't you playing in Dortmund? And now I know why. Yeah. We should always come to Dortmund. It is sad that the whole place isn't open because it's like a Mad Max style with the containers and it's nuts the rotten stuff. It's a crazy complex here. Yeah, yeah. Great. So what are your next plans? Tomorrow's the last show of the tour in Regensburg. And then we fly home, go to sleep, do some laundry, and then we go drive to Ohio. And
then we play a show in Youngstown, Ohio, play Legions of Metal in Chicago, and then a show in Detroit, and then we're home for a month, and then we have some shows in the U.S. in June as well. Okay, it's going, it's going. Yeah, we're moving. We're trying. We've been waiting a long time for this, man. Perfectly. Yeah, the fucking sea, the coof. Don't talk about that. No, that's behind us. I'm done with that stuff. Yeah, me too. Yeah, I'm over. I mean, we all know how to be safe, so if everybody's being safe, we're fine. Yeah. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. You are very welcome in Germany. Awesome. Cool. Yeah. We always feel welcome here. We love it. Come back. Will do. Von Kneif. Kneif rein. Ja, wie fandest du die Show heute Abend? Also ich meine, war gut, ne? Ja, war gut. Also Opening-Slot ist ja immer so eine Geschichte, aber hier war es definitiv, hat sich nicht so angefühlt. Der Laden war schon richtig voll, die Leute gingen total geil mit. Und das, obwohl wir mit einem geänderten Line-Up auftreten mussten und unserem Gitarristen Lars beim zweiten Song und beim letzten Song zwei Gitarren die Seiten gerissen sind. Aber der Lars hat das super geil gemacht irgendwie. Ich dachte so, gleich greift ein Loch. Gleich ist der Finger weg, aber super gemacht. Ja. Sehr professionell. Also dafür, dass es euch ja jetzt erst seit 4 Jahren gibt. Zwei Jahren erst. Spielt ihr schon wie eine Band, die es seit 10 Jahren gibt. Ja, Lass hat natürlich auch schon Erfahrung in anderen Bands gesammelt und wir beide haben ja auch schon 20 Jahre zusammen musiziert. Aber ja, das hat er gut gemacht. Wobei, naja, nachher war er so ganz kurz ein bisschen so, scheiße, aber wie gesagt, das Publikum hat das alles aufgefangen. Es ist jetzt nicht so richtig ins Gewicht gefallen und Hauptsache das Publikum hatte Spaß und halt schön ins Gesicht. Wenn die Pommesgabeln am Ende jedes Songs hochgehen, kannst du nicht so viel falsch gemacht haben, ne? Richtig. Und die waren hier also extrem hoch gefühlt. Ja, die waren, meine ja auch. Ja, das war meine war da. Ja, okay, ich hab dir den Fuckfinger gezeigt. Ja, das gehört auch manchmal. Also ein bisschen Punkrock ist auch schon da drin. Ja, natürlich. Da darf und muss das auch mal sein. Man muss auch mal seine Abneigung zeigen, wenn es zu geil ist. Ich hab tatsächlich gehört, ich bin ja mit ein paar Leuten hier hingekommen und die meinten, ihr wärt die deutschen Midnight. Das ehrt uns, weil mit einer astreinen Band liegt wahrscheinlich daran, dass wir die gleichen Einflüsse in unserem Sound verwursten, wobei ich glaube, wir sind ein bisschen weniger räudig im Oldschool-Black-Metal-Sinne, ein bisschen melodischer, aber klar, gleiche Baustelle, geile Band und wie gesagt, wenn die Leute uns damit einen Kopf werfen, ist das definitiv. Was, womit wir gut leben können, würde ich sagen. Definitiv. Also, eine Tour zusammen wäre zum Beispiel eine hammergeile Sache. Wir haben uns ein Bier von der Tanke geholt und da meinten die Leute so, ja, jetzt erstmal deutsche Midnight gucken. Das wollte ich. Also, vielleicht sollten wir mal Masken aufsetzen, dass man diese Gesichter nicht unbedingt sehen muss, aber... Ja, aber du bist ja auch gar nicht so schrecklich. Wir haben ja den Lars, der sieht ja gut aus. Genau, das ist der Frauenmagnet, ne? Der alte Surferboy. So, nächste Pläne bei euch sind? Bald gibt es einen neuen kleinen Release, dazu kommt aber noch ein bisschen später mehr. Aha! Und ja, 2 Wochen Show in Freiburg und dann auf dem Detze werden wir spielen. Ja, und jetzt gestern angekündigt Metal Hammer Paradise, das wird sehr interessant mit interessanten Bands, wo wir jetzt musikalisch nicht zwingend reinpassen, aber es wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, viele Shows, kleine Release zwischendrin, ja, und Attacke. Immer schön, dich zu sehen. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Schön, dass du da bist. Fürs Abhängen. Ja, ich danke dir, dass du da bist. Danke. Lies dich nicht vermeiden. Sorry. Scheiß Geschleime hier wieder. Jo, weißt du? Aber ja, geh einfach weg. Tschüss. Hey, welche Band fandest du bis jetzt am besten? Ich fand tatsächlich Walsche am besten. Die haben mich gerade richtig an den Eiern gepackt. Weil die haben Metal Militia von Metallica gespielt. Nein, auch so. Knife waren auch geil. Aber Knife hatten noch so einen Underground-Sound. Ja. Was?
Das war fett und die waren aber beide geil. Und Sahne drin. Also die Windbeutel-Band Sahne drin, ne? Die klangen auch sehr gut. Ich habe denen aber nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Weil manchmal läuft es halt so. Ja, Kronen gibt es ja hier nicht. Astra haben wir leer gesoffen, jetzt müssen wir Carlsberg trinken. Ich glaube, für den Junkyard muss ich mal so einen Kronen-Deal klar machen. Wenn ich schon keinen Sponsorvertrag kriege, dann ja wohl wenigstens die Jungs und Mädels. Die haben es verdient. Geiler Laden, geile Stimmung. Heavy Metal, Pink oder Fox. Hier haben wir wieder den Krugi. Von Van Records. Wie wird das eigentlich richtig? Wird das Van Records? Van Records? Wie wird das? Van. Van. Wie der Van. Ja. Der Fluss in der Edda. So, was hast du heute hier zu schaffen und was ist die beste Band, die du heute gesehen hast? No Bullshit jetzt. Ach so. Ja. Ich dachte, die Kamera zeigt auf dich. Nee, die läuft schon. Ja. Ich bin hier auch noch Spaß und der Freude. Die Bands waren alle geil. Nein, Gewinntings, geiles Label aus Essen. Supporten auf jeden Fall. Super, super Typ, super Label. Walcher habe tatsächlich ich damals gesigned für Hyrola Records noch. Geile Band, das war auch für mich der Hauptgrund heute hier aufzulaufen. Aber das gesamte auch Stallion. Ist einfach, ja, geiler Scheiß. Ja? Ja? So, jetzt mach nochmal Werbung für Van Records. Was ist die aktuell heißeste Scheibe auf Van Records? Death Demons Band of Aeon. Aber Death Demons, falsch rumgeschrieben, ne? Also Demons. Ja. Finde ich auch sehr großartig. Österreicher ist aus dem Survival Depends on Us Ding irgendwie entstanden. Ach, da waren die halt auch dabei. So wie ich den mag. So, ja, mag ich auch. So Morbid Angel-lastig irgendwie, aber auch mit einer eigenen Note. Ich meine, niemand erfindet das Rad heute neu, aber die schaffen es halt irgendwie, das Ganze spannend zu gestalten. Und ich finde das, also Death Demon ist... Gute Band, ja. Sumerian Tombs. Gute Band. Sumerian Tombs aus Köln. Auch gut. Eine Band aus dem Beltes-Umfeld. Beltes dürfte mittlerweile bekannt. Ja, das sollte man sagen, ja. Das sind so momentan so die heißesten einzelnen Wandrekordstarten. Ja! Was fandet ihr denn heute am geilsten? Ja, jetzt 3, 2, 1, jetzt. Walcher. Okay, Walcher. Aber Stallion war auch sehr geil. Ja. Also, gerade Rise and Ride, das war sehr schön. Ja, danke, reicht schon. Tschüss. Ja, was für ein Zufall. Jetzt stehe ich hier nochmal mit Vulture. Walcher, wie wart ihr heute mit euch zufrieden eigentlich? Sehr gut. Heute Abend auf jeden Fall ziemlich gut. Also ich meine, das Publikum war geil und das pusht einen immer enorm und von daher kann ich mich heute Abend nicht beklagen. Ist das so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft, dass wenn das Publikum abgeht, dass man auch mal noch eher in so ein Tor schießen will? Auf jeden Fall. Das ist halt so eine Synergie, die sich dann bildet, und wenn das Publikum geil ist, dann gibt man sich automatisch auch mehr Mühe. Ich meine, das klingt immer blöd, aber so ist es halt einfach so. Das ist ganz unbewusst und so läuft das. Was sind eure nächsten Pläne? Also ihr seid jetzt hier in Dortmund. Toll. In 2 Wochen spielen wir in Madrid. Morning Metal Fest. Nächste Woche drehen wir ein Video. Stimmt, danach. Ja. Ein Video? Oh! Da kommt noch mal ein bisschen was Neues. Also man kann gespannt sein. Aber darf man nicht zu viel verraten wahrscheinlich. Nee, vor dem Sommer kommt noch was. Platte, Aufnahmen,
das behalten wir noch vor. Ja, okay. Aber ihr habt den Abend auf jeden Fall genossen hier im Junkyard. Kann man so sagen. War sehr gut. War so viele Freunde auch zu sehen, die da waren. Das ist ja eigentlich Heimspiel für uns. Ist ja quasi Heimspiel, genau. Wir proben ja auch hier in Dortmund, also wir mussten den Kram quasi nur drei Straßen weiter schleppen. Also ist auch immer nett. Ja, ist ja super, dann könnt ihr mich mit nach Hause nehmen. Wo probt ihr in Dortmund? Irgendwie in der Nordstadt? Ja, in der Nordstadt. Quasi direkt hinter dem Bahnhof, da in so einem alten Bunker. Gneisenau-Bunker. Genau, im Gneisenau-Bunker. Ja. Das ist ja. Ja, ich kenne das gut, ja. Vielen Dank, das war's eigentlich schon. Habt noch einen schönen Abend. Ja, danke, gleichfalls. Die Durch die Nacht-Folge ist fast vorbei. Mal gucken, was noch passiert. Man weiß es nicht. Vielen lieben Dank an die Jungs von Stellion, auch wenn ihr keine Interviews gegeben habt heute. Aber das war, glaube ich, auch gar nicht. Ja, das war gar nicht so vonnöten. Wir haben uns verstanden. Und wenn du das jemals sehen wirst, ich weiß das. Voll gut, super geiler Abend, mega geil. Junkyard in Dortmund kann ich nur jedem empfehlen. Geht einfach dahin, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind. Geht einfach hin irgendwie, wenn ihr auf Metal steht oder irgendwas. Dann zieht es euch einfach rein. Mal gucken, wohin mich die Nacht heute noch verschlägt. Ja, den Background kennt er, ne? Pingelingeling. Kronen schmeckt's. Aber nicht für lange, weil die Durch-Nacht-Folge ist noch lange nicht vorbei. Ich bin jetzt hier mit dem Ben und dann gehen wir noch ins Spirit. Das wird nochmal richtig grob. Also morgen könnt ihr mich erstmal bitte nicht anschreien. Dortmund am Wall, mal noch Pingelingeling, ja. Eben frisch gemacht zu Hause und dann ab hier schön ins Spirit. Mal gucken, was da heute passiert. Vielleicht können wir dem Hamsi Bamsi ja noch am Sack gehen. Who knows? Wie sagt man immer so schön, es endet immer im Spirit und tja, diese Durch-die-Nacht-Folge endet tatsächlich im Spirit. Was heute noch passiert, keiner weiß es, keiner wird es erfahren. Ja, halte ich für zu weit hergeholt. Aber auf jeden Fall passieren hier noch Dinge. Wir sind jetzt im Spirit, hier mit dem Ben. Saufen. Der Suff muss weitergehen. Ihr wollt mir beim Verfall zu sehen. Ihr könnt mir beim Verfall zu sehen. Hier geht's rein. Pingelingeling in den Ring. Richtig? Korrekt. Um wie viel Uhr haben wir jetzt? Du hast gesagt 6 Uhr, also ja. Haben wir 6 Uhr, ja. Ja. Wie viel Bier hast du heute getrunken? Das willst du nicht wissen. Ben, wie viel habe ich heute bei dir bestellt? Ja, okay, ja. Dann können wir mal ans Aufbettel machen. Machst du mal 18 bim 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 Jetzt sind die Lichter an. Die Durch die Nacht-Folge ist vorbei. Und ihr könnt jetzt was? Genau richtig. Abschalten.